Okay. Das dauert 20 Minuten, also wenn er vorher zurückkommt, muss ich das abbrechen. Also unterbrechen, anyway. Die Echsen haben schlechtes Gehör, ne? Guten Geruch sind schlechtes Gehör. Und dementsprechend wäre es zusätzlich nochmal erleichtert. Aber sie riechen dich, vor allem, weil du auch mit Stollen Nummer 5 eingesprüht worden bist. Du gehst die nächsten 2 Minuten dem Gang folgend weiter, bis du dann wieder mal stehen kannst. Eine ähnliche Kammer von ähnlichen Ausmaßen. Allerdings ist es hier warm drin und du kannst 3, 4 Frauen erkennen. Exische Priesterinnen ohne ein Gewand, aber mit merkwürdigen Symboliken auf ihrer Haut tätowiert, die dich an Zar erinnern. Gewaltige große Wärmesteine, die um eine Brutkammer herum aufgebaut worden sind, in denen viele Eier liegen. Die Eier werden das ein oder andere Mal gedreht von den Priesterinnen. Du kannst, ja, wie gesagt, Zar-Symbole daran erkennen. Eidechsen. Und viele weitere Eidechsen, die dort reglos auf den Wärmestein verharren und das ein oder andere Mal zucken. Dann kannst du sehen, wie eine der Priesterinnen dich anblickt. Ja, ich ziehe schnell meinen Kopf hinter der Wand und hinter die Wand, spitze die Ohren, stelle mich flach mit dem Rücken an die Wand, höre kurz für 3, 4 Augenblicke hin, bis ich mich dann entscheide, dass es keinen Sinn macht, hier zu bleiben, weil sie mich gesehen haben, und ich mich dann versuche, schnell, dennoch leisen Schrittes, das Wasser unter meinen Füßen nicht allzu sehr aufzuwühlen, wieder zurückzumachen. Immer wieder einen Blick über die Schulter, ob ich Gefolge habe. Und desto weiter ich mich entferne, desto schneller laufe ich. Ich würde die Zeit, während Diamantis weg ist, gerne nutzen, um was zu probieren. Und zwar, unsere Hypothese ist ja irgendwie Unheiligtum, aber jetzt steht da auch was von Zar. Ich möchte gerne einen Heilungssegen auf mich sprechen, mit dem Interesse, wie der hier so erschwert ist. Gib mir mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Gar nicht so gut. Bist du verletzt, Jana? Ja, aber ich habe keine Wunde. Dann zieh dir mal die 5 Karma ab. Und würfel mal die Liturgiekenntnisprobe in die Box. Und du bekommst keine Informationen darüber, wie gut es dir gelingt. Muss ich aber, weil davon der Heilungseffekt abhängt. Ja, mach ihn in die Box, bitte. Ja, okay, aber dann sagst du ihr gleich, du kannst jetzt technisch gesehen nachhalten, wie viel HP sie hat und es ihr nicht. Ich kann sie ihr eintragen. Ja, aber dann sieht sie doch sofort. Nee, nicht wenn ihre Lebenspunkte über Max gehen. Ach ja, wir sind mit Zar Unheiligtum. Da war ja was. Okay, Sekunde, das ist gerade 1, also plus minus 0. Und das heißt einfach ganz normal. Genau, und am besten in die Box, aber wir nehmen das einfach mal so. Ich erschwere oder vermindere es dann eben um die jeweiligen Punkte. Du weißt, dass es geklappt hat, du fühlst dich erfrischt, aber du weißt eben nichts zu der Örtlichkeit. Du bist übrigens voll. Das dachte ich mir. Alles andere hätte mich auch gewundert. Du bekommst einfach nur von weder Raya noch von Zar bekommst du eine Rückmeldung, wie der Widerstand hier vor Ort war. Das ist das Problem, was du jetzt hast. Und Serpentinio, aber wenn du fertig bist, dass du bitte einen Schritt nach rechts gehen solltest, denn du stehst im Weg. Was tust du denn? Ein Pentagramm zeichnen, oder? Bandkreis. Ich kann hier erkennen, wie Diamant zurückgelaufen kommt. Ja. Könnt ihr denn noch mal gehen? Ich bin erst halb fertig. Ich glaube, wir sollten hier alle gehen. Ich habe das Gefühl, sie haben mich gesehen oder mich eher gerochen, so wie ihr Kopf herumgeschnallt ist. Ebenfalls keine Krieger, eine Brutkammer. Habt ihr Ausgänge gesehen? Ging's da weiter? Nein, die Kammer war geschlossen in sich. Nein, eine geschlossene Kammer, das war der einzige Weg, der dorthin geführt hat. Kapitän, wenn seine Anwesenheit bemerkt wurde, könnte es sich lohnen, die Kammer stattdessen zu säubern. Nein, lass uns weitergehen in die Richtung. Dort
Dort roch es schlimm, sagt ihr? Zeig mal auf eine Tür. Nicht schlimm, aber der Geruch ist auf jeden Fall intensiver als hier. Auch der modrige Gestank, der hier überall schon in der Luft liegt. Gut, lass uns da lang gehen. Ja, ich habe noch einen wehmütigen Blick auf mein halbfertiges Kunstwerk und fort geht's. Vielen Dank, Boltax. Wirklich hervorragende Kreide. Ihr wollt jetzt in Richtung der Quelle des Meerwassers gehen? Mhm. Wenn es der Weg ist, ja. Okay, weil ihr hättet dann ja noch eine weitere, die im Prinzip noch wenig riecht, aber gut. Dann könnt ihr den Weg in Richtung des Meerwassers fortsetzen, der feinen Nase von Diamantis folgend. Vor euch könnt ihr dann erkennen, wie in den Gang hineingebaut worden ist ein Schrein und eine große Drachenstatuette, die ihr erkennen könnt. Beschriftet wieder mit Kuchas. Soll ich würfeln, oder? Ja, mach doch mal. Oh, das wird übel. Oh, das reicht. Ich erschwer's dir nicht weiter. Es ist ein Schrein von Alginora. Wer ist Aldinor? Ein Drache, offensichtlich. Ein alter Drache. Nee. Seid ihr vertraut mit dem Aldinor-Diktat? Nein. Nun, ist eine Magierlegende, nach der, nun, wenn bestimmte kosmische Ereignisse eintreten, die Magiergilde als Ganzes autokratische Befugnisse hält. Vielleicht möchte dir das Magistrat Herbisios erzählen. Sie kann nicht mal konnte nicht einmal die schwarze Gilde einen, geschweige denn die ganze. Nun, es ist, wie gesagt, ein Diktat, was zu Zeiten Franhors existierte. Dort existierte nur eine Gilde. Nun, zu Zeiten Franhors existierten auch die allerstümperhaftesten Beschwörungspraktiken. Also denken wir nicht so hart darüber nach. Ich weiß, dass er ein alter Drache ist, aber ich weiß nicht, welchem Gott er zugeordnet wäre. Kann man es umwürfeln? Götterkulte? Oder sagen Legenden? Ihr könnt zumindest Seraphim blicken. Der sieht so aus, als ob er es wüsste. Naja, er müsste ein Sohn der tiefen Tochter sein. Bruder von Pharmalor selbst. Wenn ihr das wissen wolltet. Nun, das erklärt vielleicht seinen Schrein hier. Interessant. Eine Erzdämon, die einen großen Drachen als Symbol hier hat. Ihr werdet noch feststellen, dass die Annalen des Götterzeitalters reichlich flexibel in ihrer Auslegung der Tatsachen waren. Oh, darf ich nochmal dran erinnern, dass ich gesehen wurde? Wir haben eigentlich keine Zeit mehr zu verlieren. Nun gut, gehen wir weiter. Er ist an der Statue. Aus was ist die gemacht? Aus grünem Marmor. Steht die, wo steht die, in der Mitte des Raumes oder irgendwie an der Wand? In der Wand, in der Nische. Wenn ihr doch einen Moment lang, ich möchte auch mal dahinter schauen. Also du kannst neben irgendwelchen ehemaligen Opfern, die vor einiger Zeit getätigt worden sind und dann dort hinter verscharrt worden sind, wenig erkennen. Also keine Tür oder so etwas, wenn du das suchst. Keine Geheimgänge oder so. Naja gut. Nein. Dann kehre ich nach einer sehr kurzen Betrachtung zu den anderen zurück. Nun gut, ein Versuch war es wert. Ja, weiter könnt ihr dem Gang folgen. Einen weiteren Schrein, den ihr findet könnt. Dieses Mal von Sriff Sriff, eine geflügelte Insektenfigurette. Ebenso aus grünem Marmor gefertigt. Wir hatten diese Statue schon mal gesehen, glaube ich, irgendwo, oder? Ich bin mir nicht sicher. In Warum, glaube ich? Das kann sogar sein, ja. Diese Statue kommt mir seltsam vertraut vor. Ich habe sie irgendwo schon einmal gesehen, aber ich kann sie nicht zuordnen. Was steht denn da? Ist es da wohl eingemeißelt, oder? Nur die Aspekte von Sriff Sriff. Also den Namen selbst und dann eben die Flugfähigkeit, die sie wohl ihren zu Opfernden verspricht.
Man würde sich also mit ihrer Hilfe in die Sterne erheben können. Gibt es dort eigentlich Votivgaben, also frische, keine Ahnung, Opfergaben? Ehemals ja, in letzter Zeit wenig. Also all das, was wohl geopfert worden ist, ist sehr vertrocknet. Du kannst alte Blumenreste oder so etwas erkennen, die vor vielen Jahren oder vor vielen Monaten verwelkt sind. Vor all dem aber eben auch sehr wenig. Diese Kultstätte scheinen nicht oft besucht zu werden. Und hoffen wir das Beste. Und weiterschleichen einfach. Vor euch öffnet sich dann eine Grabkammer, die sich spiralförmig nach unten schraubt. Und ihr könnt unten in der Mitte der Grabkammer ein Bassin erkennen, wo wohl... Das sieht auf den ersten Blick aus wie eine Kriegstafel. Allerdings steht dort niemand, der sie betrachtet, aber ihr könnt tatsächlich noch, während ihr die spiralförmige Treppe nach unten schreitet, erkennen, wie dort eine gewaltige Stadt auf dem Wasser schwimmt. Weitere kleine Figuretten, Insekten, die sie darstellen sollen, und lange Schlangen, die dort liegen. Ein Angriffsplan. Was ist das denn? Achim? Ja. Was ist das? Es sieht aus wie eine Schlachtkarte. Ist das Klagenbringer? Lass mich das mal anschauen. Kann man das mit Kriegskunst irgendwie auswerten? Ja, selbstverständlich. Ist eine erschwerte Kriegskunstprobe, weil fremde Kultur. Aber der menschlichen vielleicht gar nicht so sehr unähnlich. Was eben verwunderlich ist, ist, dass es eben auf dem Wasser stattfindet. Und nicht so sehr auf dem Land. Aber ja, das sind Schiffe. Also zählt Spezialisierung Seegefecht. Das würde ich sogar spielen. Ja, würde ich sogar zählen lassen. Fremde Kultur, das ist ein Seegefecht. Würfel ich auch. Wenn man schon so eine Spezialisierung mal zählen lassen kann. Ihr könnt die spiralförmige Treppe nach unten treten und dann das Bassin betrachten. Es ist sicherlich 3 Meter lang, beziehungsweise breit. Und wenn ihr euch das Ganze betrachtet, einmal herumgeht um dieses Bassin, das ist die Stadt aus der Tiefe. Verkleinert und... Ja, die Gezeitenspinne ist es nicht, aber es sind Dämonenarchen. Insektoid, wie sie hier auf dem Wasser stehen, mit ihren zuckenden Beinen durch Magie belebt. Und Seeschlangen, die sich winden auf der Stelle. Hier will wohl derjenige, der über 2 Dämonenarchen gebietet und viele Seeschlangen, die statt aus der Tiefe angreifen. Ich würde mal oben an der Treppe stehen bleiben und einen Zauber wirken. Und zwar ein Memorans Gedächtniskraft, um mir diese Karte, diese alle Bestandteile dieser Karte haargenau einzuprägen. Ich würde mal bei Zeit lassen, also es würde 2 Spielrunden dauern insgesamt. 10 Minuten. Naja, Diamantis, das seht ihr doch auch so, oder? Er will von Norden aus mit den Seeschlangen zuschlagen und mit den 2 Dämonenarchen von Süden einrücken. Ja, so soll es sein. Die Stadt bietet auch eine herausragende Angriffsfläche vom Norden von Süden. Scheint sie wohl am verletzlichsten zu sein, wenn man das überhaupt bei sowas behaupten kann. Naja, jetzt müssen wir nur herausfinden, wer 2 Dämonenarchen und ungefühlt eine Unzahl von Seeschlangen hat. Braucht ihr dafür wirklich Hilfestellung oder soll ich es euch einfach sagen? Ja, sprecht. Nun, offensichtlich muss es sich um Darian Barrigan handeln. Ist der Mensch sonst auch niemanden, der und hat so viele Dämonenarchen hat. Nun, mehrere Dämonenarchen gebietet noch Hafax. Vielleicht, wenn sie nicht mittlerweile übergelaufen sind, aber nicht über Seeschlangen. Dies lässt also noch einen übrig. Ich guck gerade mal, wer von euch hat die meisten Punkte? Affin mit einem. Affin 16. Wenn du den... Du weißt zwar nicht, wie groß jetzt diese Dämonenarchen sind, die können ja beliebig groß werden, und du weißt auch nicht, wie groß die Stadt aus den Tiefen ist, aber wenn du die Seeschlange mit 40 Metern annimmst, dann kannst du die eine Dämonenarche auf 60 Meter abschätzen und die andere auf 30 Meter. Ja, die Dämonenarchen in
Das hier müsste die größte sein. Ich schätze 60 Meter. Die hier etwas kleiner als eine Seeschlange, also so um die 30. Das ist nicht Plug-and-Bringer, oder? Die große? Na, die war, glaube ich, größer. Abelmir? Oh, er zaubert. Wir stören ihn wohl besser nicht. Sieht vor allem sehr skurril aus, wie diese Dämonenarchen, kleinen Insektoid, belebt aussehen. Sieht aus wie große Käfer, die auf der Wasseroberfläche angeklebt worden sind. Bisschen größer am Maßstab, aber es ist schon ziemlich widerwärtig. Könnte man irgendwie herausfinden, welche das sind, nach Beschreibungen, die wir gehört oder gelesen haben? Ja, das sind die Berichte KGA, ja, also nein. Ah, wie viele 60 Meter lange Dämonenarchen kennst du? Ja, das Problem ist, dass die KGA die nicht mal kennt. Ja, wie viele kennst du Lamin persönlich? Ich kenne die... Gib den Tipp, es ist eine. Ja, und? Wie lang war die? 60 Meter. Achso, du denkst an die Wurzelkaiserin. Nein, nein, die ist kleiner. Die Wurzelkaiserin war, ich weiß nicht, 30 Schritt oder so? Ja, die ist kleiner. War es nicht die Goldmorgen? Es ist die Goldmorgen-Tarantel. Bei den Effort-Tränen gesehen haben? In der Tat. Die Goldmorgen-Tarantel waren auch 60 Schritt. Das ist aber damals, das ist kein goldener Käfer. Damals war die Gezeitenspinne 60 Schritt. Aber die Zeiten sind um. Ich denke, wir können... Serpentilio kann sich so ein bisschen über seinen Stab streicheln, der aus dem Holz der Gezeitenspinne geschnitzt wurde. Und dann lächle ich gehässig in Abelmirs Richtung und denke mir, ach, die Gaumagier von heutzutage brauchen Memorans, um sich Sachen zu merken. Ja, wenn ich mal fertig bin, über 10 Minuten, keine Ahnung. Wenn das in 10 Minuten steht, möchte ich doch ganz gerne meinen Ring betätscheln und die ASP da rausziehen. Denn das ist ein Kraftspeicher. Ja, das Gefühl, ich brauche sie demnächst. Das geht relativ schnell mit 6 ASP pro Kampfrunde. Also nicht weiter der Rede wert. So, Erfolg erreichen. Und dann ja. Runterschreiten zur Karte. Auf ihn, ja? Naja, wollen wir noch mehr hier tun oder wollt ihr euch nur diese Karte anschauen? Dafür, wie viel Eile ihr zutage gebracht habt. Als wir 2 Räume weiter vorher standen, hattet ihr jetzt schon mal sehr viel Zeit. Nun, das war wichtig. Es kann für ein späteres Gefecht wichtig sein, wie die Archen postiert werden. Natürlich. Ich würde mich umschauen, warum gibt es so weitere Ausgänge, oder? Ja, wenn ihr die Wendeltreppe nach unten gegangen seid, könnt ihr auf alle Fälle einen letzten weiteren Gang, aus dem es bestialisch stinkt, hereintreten. Und der niederhöllische Wind kündigt euch tatsächlich den nächsten Raum schon im Vorfeld an. Ihr müsst ihn gar nicht sehen. Und bereits bevor sich der Gang öffnet, könnt ihr das widerliche Zucken erkennen. Vergrößert auf ein Vielfaches. Ein gewaltiges Insektoid, was dort auf einer Wasseroberfläche steht und den Realitäten, den Gesetzen spottet. Dahinter könnt ihr eine weitere erkennen, dass sich der Raum zu einer gewaltigen Kaverne öffnet und ihr von verschiedenen Eindrücken fast aufgesogen werden. Nicht nur 2 Dämonenarchen, sondern ein gewaltiger Strudel in die Niederhöllen, der in die endlosen Tiefen führt, und 2 blinde, geschlossene Augen, die zwar kleiner sind, aber von denen trotzdem ein niederhöllischer Sog ausgeht, auch wenn ihre Augen blind sind. Charybdorot, Agrimot, Belshirasch und Echsen, die herumwuseln und wimmeln, irgendwelche Dinge an Bord der Dämonenarchen tun, die Friedhofswärterin, wie sie genannt wird, und die Gebeinsammlerin, im Ressort G. Assel Simpson. Gibt es hier irgendwelche Versteckmöglichkeiten, oder... Wenig. Es ist eine offene Kaverne, eine offene Kammer. Hier steht gerade verborgen noch im Schatten. Es gibt ein unheiliges schwarzes Licht, was alles irgendwie in Farbe und in Schatten taucht. Aber noch steht die nur am Gang. Die Echsen selber sind wohl beschäftigt. Könnt wohl erkennen, dass sie wohl gerade ein weiteres kleines... ist das ein Boot? Ja, tatsächlich. Ihr könnt unter den zuckenden Beinen der einen Arche erkennen, wie dort wohl ein kleines Fischerboot mit Menschen besetzt ist. Und diese wohl gerade verabschiedet werden. Große Kisten, die dort beladen worden sind, mit was auch immer.
und einer der Priester. Tsunami, du erkennst ihn. Das muss derjenige aus deinen Visionen gewesen sein. Derjenige, der sie losgeschickt hat. Der ihnen deinem letzten hasserfüllten Blick nichts Gutes wünscht. Sie aber aus der Kaverne schickt. Wie sieht der so aus? Also ist das ein, Achas, oder? Ein Achas, der sich abhebt von all den anderen. Schwarz, 2,20 Meter groß und von Hass erfüllt. Verschiedene Ringe, die du an ihm erkennen kannst, verschiedene Kristalle, die an ihn gebunden sind. Das ist Xquir Süßle. Frissar, derjenige da, der mehr suchen muss. Cho'ontak. Der Wächter des Friedhofs der Seeschlangen. Ulamin macht einen Schritt zurück in das Dunkel des Ganges. Das ist er. Er hat den Befehl hier. Der Dunkle dort. Nun, hat jemand eine Armbrust? Ich habe was Besseres als eine Armbrust. Wollt ihr versuchen, ihn zu erschießen? Da draußen sind zwei große Dämonenarchen. Nun, ist sie groß genug, dass sie in den Gang, aus dem wir kamen, nicht passen? Ihr Kapitän, ihr müsst jetzt eine Entscheidung treffen. Und ich sage euch, ich bin nicht befähigt, eine Pforte des Grauens zu schließen. Es ging auch nicht darum, die Pforte zu schließen, sondern sie zu untersuchen, um herauszufinden, wie man sie verschließen kann. Dies verstehe ich, aber seht euch um. Denkt ihr, wir kommen unbemerkt näher heran, als wir es jetzt sind? Derzeit stehen wir relativ gut gedeckt hier und wurden nicht entdeckt. Aber sobald wir einen Schritt dort rauswagen, werden wir auffallen. Wie ein Prajot in Drabak. Wie gut viel Beichtet war denn die Höhle? Und wie hoch war sie vor allen Dingen? Die Kulthöhle ist 20 Schritt hoch. Du kannst auch erkennen, dass es zwar zu den Schatten, die die beiden geschlossenen Portale werfen, und dem blauen Licht, was das offene Portal wirft, gibt es oberhalb von euch einen Ausgang. Und ansonsten ist die Kaverne 70 Schritt breit, beziehungsweise sogar 100 Schritt breit und unendlich tief, zumindest an der Stelle, wo das Portal in die Niederhöllen führt.